Das Problem ist, es gibt nur einmal Raketen. Ah, nein! Daddy hat sie! Oh. Ja! Ja! Hallihallo, ihr Lieben! Was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Action. Heute in einer sehr geilen Konstellation. Kackbosser ist im Urlaub und deswegen spielen wir zusammen mit der Konstruktion mit Deko. Hallihallo! Hallihallo, Muchachos! Wir sind am Stissel, genau, Mabossa ist noch im Urlaub. Wir nehmen jetzt Solo auf, ist auch eh viel schöner, würde ich sagen. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja sowieso so ein Mythos, vielleicht können wir den klären, weil manche Leute sagen, Deko, du bist anders, wenn du mit Marvin zu zweit spielst, als wenn wir zu dritt spielen. Und an der Stelle, Leute, muss ich natürlich sagen, na klar verhält sich man anders. Viele Leute sagen auch, Kev, du bist ganz chillig, wenn du Minecraft spielst. Und wenn du GTA spielst, bist du automatisch aufgedreht. Also, ich ist ja normal, ist normal, ich bin auch anders, wenn, ist in einer anderen Gruppe. Wenn ich GTA zocke, als wenn ich, keine Ahnung, irgendwie Anno spiele oder so. Ich habe wieder grafisch ein bisschen was gemacht. Es hat geklappt, wir haben ein bisschen was eingestellt. Endlich neuer Rechner. Ich bin gespannt, wie das fluppt. Deko hat mir noch ein paar Tipps gegeben. Ja. Aber. Ja, ja. Ja, ich bin so raus. Ja, ja. Oh, aber ich glaube. Ich glaube, es ruckelt. Es ruckelt? Also zumindest, es ruckelt nicht, aber wenn du so fährst, dann wirkt so eine Kurve absolut unschmuf. Wow. Also bei mir läuft alles. Ja. Okay, achso, by the way, spielen wir nicht. Der größte Flip ever. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von oben bis unten droppen. Wow. Und vor allem geile Flips. Guckt euch das an. Digga, ich bin mir nicht sicher, ob ich den nicht schon hatte mit Marvin zusammen. Der hat es irgendwie mal, aber ich glaube, bei mir ging es nicht, weil. Warte mal, nee, oder? Wow. Nee, ich glaube, wobei. Nee, ich hab. Alter, geiler Drop. Bist du gerade gelandet? Ich bin perfekt drin gelandet, ja. Aber ich bin auf dem Rücken gelandet, aber trotzdem durchgekommen. Alter, aber das, der macht echt geile Drops. Der macht doch diese abnormalen Flips, wo man so wirklich die ganze Zeit sich so ganz merkwürdig sieht. Hast du jetzt auch gesehen? Ah, scheiße, ich bin zu langsam. Nein! Wir müssen das mal warm machen. Oh, ich wollte dann direkt am Eingang, wollte mich hinstellen, wollte ich so verstecken und wollte dir mit Haftbomben eine Falle stellen. Okay, warte, ich sehe auf jeden Fall, dass es gleich. Bleib mal kurz stehen. So, so, so. Ich nehme mal, weil ich habe nur eine Einstellung eingestellt. Deko hat gesagt, er hat Darstellungsdistanz so hoch. Es ist so merkwürdig. Ihr dürft diesen Grafikspeicher-Scheiß nicht glauben, was bei GTA steht. Okay. Fahren Sie vor. Wobei das ja bei uns auch was anderes ist als bei normalen Menschen. Ja, das stimmt. Also, weil wir ja noch aufnehmen gleichzeitig. Troll! Okay, ja, genau. Die Aufnahmen kosten halt so viel Leistung auch. Ist das beim Rennen bei euch? Alter! Auch so? Was? Kommt der nächste Drop oder was? Nee, nicht Drop, aber. Fresher. Jetzt kommt ein Drop. Alter. Alter. Ist das geil! Was? Ja! Ich dachte, man kommt auf der Innenseite, man kommt echt außen auf. Yo, wie geil ist das denn? Ich hab mich leicht überdreht. Wie geil ist das denn? Perfekt drüber gezogen, wie ein Zuckerli. Yo! Wow, Alter, also. Ich weiß ja sowieso immer nicht, wie Leute das machen mit diesen Flips. Ne? Da muss man ja so viel ausprobieren, oder? Alter, so ganz viel ehrlich, testen, das ist eigentlich unnormal. Du musst das selbst. Ich glaube, das kann man im normalen Editor gar nicht machen, sondern beziehungsweise mit dem normalen Verschieben. Es gibt ja so eine Möglichkeit, wo du Koordinaten genau Sachen verschieben kannst. Das musst du so wahrscheinlich machen. Und ich würde sagen, boah, die Koordinaten, da musst du ja noch schlau sein. Richtig schlau. Alter, aber das ist auch geil, dass hier nicht nur ein so ein Flip ist, sondern ganz viele. Wow, ich hätte mich. Ich hätte mir nicht mehr drehen sollen, Alter. Ich bin auch versucht, in der Luft mitzudrehen mit. Hast du dich noch zusätzlich gedreht? Sie. Hallo? Ey. Ey. Bist du bereit? Zielen musst du! Oder was? Bin bereit. Faustkampf. Hast du eine Waffe in der Hand? Faustkampf! Faustkampf! Ah! Du hast vorbeigeschlagen! Von hier oben! Ah! 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 Nein, du bist minimal schneller! Ja! Alter, richtiger Close Line! Jetzt! Bam! Nein! 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 Wieso schlägt er vorbei?
Nein, ja. Was macht der da? Was? Lauf! Ja! Ja! Auto! Ich mag dein Auto nicht. Weil er versucht runterzutreten. Alter! Bam! Richtige Schelle! Gib ihm! Nein! Ja! Bam! Bam! No. Der letzte Gnade. Hauptsache ein so ein Knick, so ein Tritt an das Schienbein, aber ein Schlag und ich wäre down gewesen. Ja! No. Ich wusste es! Ziel! Leute, das war ein Spaß. Wir sehen uns in einer Sekunde bei der zweiten Map. Da haben wir was Nices wieder für euch. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr die Konstellation? Deko Kev, natürlich müssen wir ein bisschen warm werden, aber das liegt daran, weil es früh morgens ist. Ihr seht morgens Käffchen. Bis gleich. 3, 2, 1, weiter geht es mit einem Epic Loser Rennen. Die genaue Beschreibung ist Hardcore-Eierfick-Rennen, Hashtag Fullspeed in 10 Minuten schaffbar. Also haben wir eine 10-Minuten-Challenge. 10-Minuten-Challenge. So. Und ich bin sehr gespannt auf das Hardcore-Eierfick-Rennen. Ich bin auch gespannt, ob denn hier jetzt Hardcore unsere Eier gefickt werden. So oder ob sie eher Hardcore gesackstreichelt werden. So ist es. Beides ist möglich. Deko, trollen wir uns schon mal. Oder ist das Skill? Bitte was? Wollen wir uns oder? Was ist das für eine Frage? Das ist eine sehr gute Frage. Du wolltest nicht rammen, okay, du hast es gerade eben beschrieben. Dankeschön. Was hab ich gemacht? Du hast es gerade eben Ich hab die ganze Zeit nach oben geguckt, wollte mir die Dinger angucken. Wahrscheinlich. Das Rennen. Ja. Wow, okay. Ist so. Während. Oh! Ja, Deko! Wie ich das sagen? Nein! Ich fall wieder runter! Ah! Nein! Nein, ich muss echt wieder runterfahren. Alter. Okay, Deko wurde schon mal nicht gesackstreichelt. Warum nicht? Ich finde, ich habe Sackstreicheln verdient. Oh lol, ich bin explodiert! Oh lol. Wer wurde da als nächstes nicht gesackstreichelt? Nein, wurde ich auch nicht. Okay, komm. Wir kriegen das hin. So, okay, ah, du musst wieder unten respawnen. Oha. Ja, ich muss alles okay, warte. Wo ist der Herr hier jetzt? Nein! Alter! Hauptsache, man weicht dem einen Loch im Boden aus und fällt fast ins nächste. Okay, jetzt bin ich nie explodiert. Deko hat schon mal gesagt, Loch im Boden. Was? Echt? Ey. Du bist echt so früh verschissen. Du bist verschissen. Wow. Ich habe auf das hintere Loch geguckt und nicht gesehen, dass davor eins war. Scheiße! Deswegen habe ich doch gesagt, da ist eins, wo man ausweitet. Ja, ich dachte, das kommt dahinter. Ich sehe das Loch nicht. Oh! Alter! Alter Schwede! Du musst alles von vorne machen. Ey, komm, nee, ich hab's geschafft, aber was? Das war mehr Glück. Mehr Glück ey, als nein, können. Nein. Alter Schwede! Also, Deko wird doch gesackstreichelt, so ich das sehe. Oh, also Fullspeed ist das Ding hier auf jeden Fall schwierig. Ich gebe jetzt mal wieder Gas, aber. Alter. Also ich lasse halt die Gas die ganze Zeit gedrückt, aber wow. Das ist doch Alter, okay, dieser Ausdruck hier. Wie soll ich denn da Gas geben? Was? Hilfe! Falle, rolle. Wenn man es nicht weiß, ist Fullspeed auch nicht nonstop möglich, muss ich sagen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber das ist natürlich, wow, nein, Alter. Nein, nein. Alter, wir auch hier schon wieder so ein Troll, ne? Bin gespannt, ob du reinfällst. Ey, das ist bei den Aussortierern ist das ja assi. Bei was? Bei diesen komischen Star Wars Elementen. Nein. Also ich habe Angst Fullspeed zu fahren, aber ich tue es trotzdem. Ins Wasser. Eine Möwe. Du musst ja. Ich bin gespannt. Bist du nicht Fullspeed gefahren? Nein. Doch. Nein, doch. Ich explodiere hier. Oh, doch nicht. Und dann war da so eine Stelle, wo das Ding die ganze Zeit so rechts links Kurven gemacht hat, so krasse. Alter, ich sehe hier die Löcher. Und da kann man eigentlich nicht Fullspeed fahren, weil ich die ganze Zeit nur rumgeschleudert wurde. Lol. Ey, okay, das Wasser hier schon geschafft. Wieder! Deko, ich hab jetzt auch auf Höster die Eisen. Ja, wahrscheinlich! Nein! Ja, wahrscheinlich, die Leute, guckt sich die Wellen an! Wir haben jetzt endlich die Deko-Wellen, wo ich imstande bin, alles auf Höster zu haben. Ja, das ist ja unmöglich. Oh! Das ist ja unmöglich! Was denn? Guck dir die Wellen an! Ich sehe, die Plattform ist gar nicht da! War mir auch krass, aber gerade eben war der. Oh! Alter, das Wasser sieht premium aus! Hohoho. Alter, ich hab heute echt. Alter Schwede, ich hab irgendwie einen Kobold-Frühstück oder sowas! Alter, ich hab so einen Lack die ganze Zeit! Ich bin einfach gestorben in den Wellen!
Schon wieder eine Stelle, wo ich fast runtergefallen wäre, aber durch Luck drauf geblieben bin. Ey, seriously, die Wellen sind so hoch. Ich sterbe schon wieder. Ich kann gar nicht anfangen. Oh. Jetzt kennst du mal mein Wellenschicksal. Seriously? Ich geh ja gar nicht weg. Könntest du mal bitte eine Lücke lassen für mich? Alter. Lass eine Lücke für mich. Hä? Warte. Was muss ich hier tun? Wirklich? Ach so. Lol. Ich hab eine Lücke erkannt. Jetzt muss ich's First Try schaffen, sonst komme ich nie wieder drauf. Ja, aber der Wallride, da ist so eine böse Stelle. Ist eine gute Stelle. Wow! Oh, nein, 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 ja, nein, ja, nein, Leute. Ja, nein. Genau die Stelle meinte ich. Ey. Die Stelle hätte mich auch fast zerstört. Aber ich war glücklicherweise nicht schnell genug, um rüberzufliegen. Ey, ich kann nicht genug Speed aufbauen, um drauf zu kommen. Achso, du hast jetzt wieder das Problem mit den Wellen, ne? Ja! Oh, eine Lücke in den Wellen! Nice, da bin ich direkt drauf. Sehr, sehr gut. Jetzt bin ich drauf. Okay, warte, was müssen wir hier machen? Wo ist der nächste Punkt? 10-Minuten-Challenge ist auf jeden Fall. Achso, da geht's noch weiter. Berechnet. Na, noch ist ja hier nichts verloren, ne? 10-Minuten-Challenge geht ja noch. Oh. Ist auf jeden Fall möglich. Oh. Okay, jetzt bin ich gespannt. Deko, ich komme. Ich komme. Das ist nicht mal falsch, wenn ich das zu Deko sage. Warum nur, wenn du es zu mir sagst? Weiß ich nicht. Weil ich weiß, dass du Hintergedanken hast und daraus einen Witz schustern willst. Ich habe niemals Hintergedanken. Du bist der Abgesandte des Ziegenmannes. Das ist dein Beruf, Hintergedanken zu haben. Ich bin Ziegendiplomat. Oh, und ihr schafft es. Gehst du auch in den Zoo und schüttelst Ziegen die Hände? Hä? Immer. Muss ich. Geht in meiner Berufsbeschreibung drin. Da wird, der Ziegenmann, zugegeben, da wird der Ziegenmann auch böse, wenn ich das wenn ich nicht tue. Warte mal. Okay, Deko, jetzt hol ich dich. Ich hab das Gefühl, das ist ein Troll. Alter, Deko, du bist so weit vorne. Ich bin gar nicht so weit vorne. Ich glaube, du musst nur die eine Röhre durchfahren. Ja? Sieh. Wir werden sehen. Ich bin mir fast sicher, dass hier falsch ist. Ich nehme es trotzdem. Nein. Einfach, weil wir beide Wege gesehen haben. Oder vielleicht doch nicht. Doch, hier oben, das sieht ja schon mal nach voll aus, oder? Okay, hier geht's lang. Das ist aber ein netter Gebrauch von diesen Troll-Elementen. Bitte? Netter Gebrauch von den ganzen Troll-Elementen, wo man halt die ganze Zeit richtig gut ausweichen muss. Ist gar nicht so leicht. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht der ganze Kopf. Nein, B, explodiert B. Hier, guck mal, da vorne, du versuchst jetzt oben dich den Ring zu springen, ne? Hast du es anders gemacht oder wie nach drei oder nee. Ich wollte nur sagen, weil ich war jetzt ungefähr 20 Meter vor dir. So, das ist. Ich wollte nur sagen, nein, dass da nicht mehr so viel Unterschied ist. So, jetzt nehmen wir die Runde, die Röhre, wo ich mir schon gedacht habe, dass sie richtig ist. Also 10 Minuten Challenge wird auf jeden Fall eng, aber das muss ja richtig sein. Hier ist ja. Oha. Da wäre ich fast nochmal extra kontrolliert. Okay, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Ganz ehrlich, ich glaube, es ist so offensichtlich, der Wegpunkt ist rechts. Doch. Deswegen müssen wir die linke Röhre nehmen. Ja. Mind Games! Beko, ich bin an dir dran! Siehst du schon das Ziel? Nee, das Ziel sehe ich noch nicht. Nur den nächsten Punkt. Oh oh. Nein, hör auf. Hör auf. Also, ich hab keinen Fallschirm. Dieser Ziegenmann. Das ist nicht vorbei. Nein. Okay, jetzt hab ich wenigstens den Punkt. Jetzt gehört dein Arsch mir, Alter. Jetzt gehört er mir. Ab jetzt ist egal. Hallo. Wo sind sie? Ich bin hinter dir. Oh. Ah! Nein! Das Problem ist, es gibt nur einmal Raketen. Ah! Nein! Daddy hat sie! Oh. Ja! Ja! Ja!
Oh nein! Aber ich fahre mit kaputten Reifen weiter. Okay, dann hol ich mir dich. Sie werden so mich nicht kriegen. Wer von euch kennt diesen Minecraft-Animationsfilm, wo dieser eine Typ zum Creeper sagt, bring me that ass. Ich so fühle ich mich gerade. Deko, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Aber ich bin eine Möwe, ich brauche keine Reifen. Ich fliege einfach durch die Straße. Aber 10 Minuten Chance ist, glaube ich, gut möglich, ne? Oh, weil wir haben noch einige Punkte vor uns. Boah, ich weiß nicht, wie noch kommt. Oh, lol. Wie? Lol. Hey, der Buch ist was. Dankeschön. Dankeschön. Ah! Ja? Nein! Nein! Ah, Speed! Speed! Digga, niemals, oder? Niemals. Wo muss ich... Alter, müssen wir oben... Nee, hä, wo müssen wir denn hin? Doch, wir müssen oben drauf. Nee, warte, der Pfeil hat unten gezeigt. Wir müssen immer nach unten. Kann das sein, dass es voll der Troll ist? Lol. Ja, kann man einfach vorbeifahren, oder was? Richtiger Troll, Alter. Ist das assi. Ich bin jetzt reingesprungen. Gotcha! Alter. Ich glaube, jetzt musst du hoch, oder? Oder musst du zurück? Nee, ich muss zurück jetzt. Was? Ich weiß nur nicht, wie weit. Das ist aber ganz schön assi, der Troll hier. Okay, oh nein. Aber 10 Minuten Challenge verkackt schon mal. Du hast verkackt? Also 10 Minuten vorbei. Ja, stimmt. Demnach hätten wir jetzt beide verkackt. Ja, ist wirklich so. Hä? Wie verkackt? Ich? Nein. Ich bin doch später gestartet als du. Hä, wie die 10 Minuten Challenge? Kannst du verkackt haben. Oh, oh. Oh. War echt eine 10-Minuten-Challenge? Also es hat nicht viel gefehlt. Alter, ich weiß, warte mal, wie viele Punkte fehlen eigentlich noch? Noch 5. Deko ist vom Kurs abgekommen, das ist gut. Please, Alter. Fahr wieder gerade wie so ein Plaxigon. Alter, ich bin richtig scheiße gefahren. Warum bin ich scheiße gefahren, Alter? Ich hätte schon wieder lange irgendwo in Timbuktu sein können und dich abgezogen haben. Wie einfach mal. Ah! Alter. Ah, nein! Nein! Scheiße! Aber ich war gerade im Punkt gefahren, glaube ich. Ganz von Glück, dass meine Annäherungsmine dich von dem Standpunkt auch nicht erwischt hat. Warte, was für eine Annäherungsmine? Gut, dass du nichts weißt. Ich glaube, da ist schon das Ziel gekommen. Wir machen nochmal eine Prügelei. Ich will dich einmal besiegen. Okay, sie können mich aber nicht besiegen. Ich sag's dir vorher. Wir werden sehen. Ich sag's nur, ich will dich nur darauf hinweisen, nicht, dass du irgendwie anfängst zu weinen oder so. Ich bin immer traurig. Ich werde dann nämlich beim Nahkampf mutiere ich zur russischen Nahkampfmöwe. Oh. Russische Nahkampfmöwe? Die russische Nahkampfmöwe. Du bist doch gar kein Russe. Das ist ja egal. Du wirst einfach Russe, weil ich war ja auch schon die afghanische Steppenrennmöwe. So, komm hierher. Ich treffe dich mit meiner Action Pump Gun. Spring drauf. Okay, wait. So. Wo bist du? So. Ey. Okay, warte erstmal. Die Waffe abwählen. Wieso bist du schneller? Hi, DPS mal auf! Lol, ja. Warum? Weiter! Ey! Weiter! Ey! Warum? Ja. Er steht nicht mehr auf! Dein Auto irgendwie unterm Auto festgeklemmt oder was? Weißt du was? Dein Auto will ich gar nicht haben. Please! Das kann ich. Lol, jetzt komm ich schon mal hier hoch. Oh. Was für eine schmachvolle Niederlage. Hauptsache, du siehst auch die Schmach hier, die ich für dich vorbereite gerade. Ich hatte schon gewonnen. Und dann sowas. Da bleibt er einfach liegen. Jo, ich hab dir hier was vorbereitet. Wenn du schnell bist, kannst du es noch live sehen. Voll. So. Lalala, hier ist ein Loch. Ey, in der Scheibe. Zünd nicht meine Karre an. Rein damit. So. Warte, jetzt zieh ich Nein! So, ich habe mir eine Zündschnur gezogen. Wieso brennt das nicht? Ja, es brennt. Nein! Nein! Lol. Mein Auto! Das Ziegenmobil! Ah! Nein! Er hat einfach nachgeladen! Ich hab nichts gemacht!
Du hast das Ziegenmobil. Es ist so explodiert, Alter. Hauptsache, du kippst da ein bisschen Benzin drüber und das Ding explodiert. Oh nein, lol, der Boost, der reicht. Gut, dass du das Ziegenmobil. Der Boost reicht nicht mehr, das habe ich auch gemerkt. Ja, das Ziegenmobil, das ist Geschichte. Aber das ist sehr gut, dass du das getan hast. Ich habe gerade gemerkt, es war eh nicht sicher. Wieso? Für einen Ziegendiplomaten war es unsicher. Wir brauchen ein stärkeres Auto für Deko. Ja? Okay, Freunde, also da ist das Ziel. Die Folge neigt sich dem Ende. Hattet ihr heute Spaß? Wenn ja, lasst es uns gerne wissen. Echt mal ganz angenehm mit dir, Deko, aufzunehmen. Aha. Das ist einfach so eine Gesetz. Da steht er doch, ich sehe es doch. Es kommt auch so selten vor, eigentlich, dass wir alleine aufnehmen. Oh! Ich dachte, er steht mit Raketenwerfer. Oh! Oh nein! Überraschung! Warte, einmal Raketenwerfer habe ich noch. No shit. Aber im Flug. Im Flug. Okay. Im Flug? Versuch dich auf der blauen. Kann ich gar nicht, Alter. Doch, musst du. Yo! Alternative. Ah, okay, also die. Also es war jetzt nicht grottenschlecht, würde ich sagen, Muchachos. Es also hätte möglicherweise in einem Paralleluniversum treffen können. Aber ich bin. Jetzt muss ich nur schnell ins Ziel fahren, bevor ich totgefahren werde. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Nein, ich muss mal nachladen! Nein. Ich hab dich nicht erwischt, aber ich bin scheinbar erster. Leute, oh. Wie gesagt, wenn ihr es geil fandet, lasst es uns wissen. Checkt natürlich auch Dekos Kanal, also den Kanal der Losers aus. Alles in der Beschreibung. Und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Genau, Muchachos. Daumen nach oben, bei Kev reinschauen. Bye, bye.